NATO is obsolete. It was 67 years, or it's over 60 years old. It is many countries, doesn't cover terrorism, okay? It covers the Soviet Union, which is no longer in existence. And NATO has to either be rejiggered, rechanged, you know, changed for the better. I'm not saying the other thing is bad about NATO. We're paying too much. We're spending a tremendous billions and billions of dollars on NATO. Donald Trump hat eine neue Idee. Die USA sollen ihre Ausgaben für die NATO kürzen. Die seien viel zu hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Typisch Trump. Oder steckt diesmal sogar etwas dahinter? Denn eigentlich soll jedes NATO-Land 2% seines Bruttoinlandprodukts in die NATO stecken. Doch das haben letztes Jahr nur die USA und Estland geschafft. 2%, das bedeutet 25 Milliarden Euro jedes Jahr mehr für Mordwaffen, für Panzer und für Kriegsgerät. Aber für gute Renten fehlt uns angeblich das Geld und für bessere Bildung erst recht. Was sind denn das für absurde politische Prioritäten, die Sie hier setzen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Viel Kohle, da ja auch noch andere Militärausgaben obendrauf kommen. Und überhaupt, warum gibt es die NATO, also das Nordatlantische Verteidigungsbündnis des Kalten Krieges, überhaupt noch? 1949 gingen die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Norwegen, Dänemark und Island ein Bündnis ein. Der gefährlichste Gegner damals, die Sowjetunion. Bereits 1955 durften die Deutschen wieder eine eigene Armee aufstellen, gerade mal 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kriegsfall unter dem Kommando der NATO. Erst als Reaktion darauf wurde im Osten der Warschauer Pakt gegründet, was zu einem Wettrüsten führte. Wir kennen das Kapitel, der Kalte Krieg. Als der mit dem Mauerfall offiziell zu Ende war, stellte sich die Frage, was tun mit der NATO? Es sah so aus, als ob die NATO zusammenbrechen würde. Und als die Berliner Mauer fiel, erinnere ich mich daran, dass viele von uns tatsächlich begannen, nach den Stellenanzeigen in den Zeitungen zu schauen. Anstatt sich einfach abwickeln zu lassen, beschlossen die NATO-Strategen kurzerhand eine neue Strategie. Die Gelegenheit war günstig. Es gab keinen ernstzunehmenden Konkurrenten mehr. Die NATO und allen voran die USA konnten ihren Handlungsspielraum beliebig erweitern. Und auch die Europäer hatten kein wirkliches Interesse daran, dass sich die traditionelle westliche Schutzmacht zurückzieht. Und so besann man sich darauf, dass man ja nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sondern auch eine Wertegemeinschaft sei. Zugespitzt formuliert, seit damals spielt die NATO gerne Weltpolizei. Zum wichtigsten Instrument wurden die 1992 beschlossenen Out-of-Order-Einsätze, die auch außerhalb des Bündnisgebietes durchgeführt werden dürfen, wenn UNO oder OSZE dazu ermächtigen. Natürlich alles im Sinne der Friedenssicherung. Später wurde dieses Mandat im Rahmen einer neuen Strategie sogar noch erweitert, indem sich die NATO selbst die Befugnis zur militärischen Konfliktregelung gab, wenn sie dies für notwendig hält. Seitdem reicht das Spektrum der Tatbestände von Völkermord bis hin zu schweren Beeinträchtigungen von Sicherheitsinteressen der NATO-Staaten. Schön vage formuliert. Zum Glück ließ der ursprüngliche Text der NATO-Charta eine solche Neuinterpretation zu, denn eine Änderung der Urkunde wäre doch viel zu aufwendig gewesen und hätte lästige Abstimmungen in den Länderparlamenten bedeutet. 1995 kam es dann zum ersten Kampfeinsatz außerhalb des NATO-Bündnisgebietes, als Luftstreitkräfte der NATO mit UN-Mandat serbische Stellungen in Bosnien-Herzegowina bombardierten. Nach dem Krieg blieben dort 60.000 NATO-Soldaten zur Friedenssicherung stationiert. Der Kampfeinsatz der NATO-Truppen 1999 im Rahmen des Kosovo-Krieges war dann aber ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Denn dafür hatte es weder ein UNO-Mandat gegeben, noch war ein NATO-Mitglied angegriffen worden. Ein Präzedenzfall, auf den sich Russland beim Krim-Konflikt zum Beispiel gerne beruft. 2003 beinahe das Gleiche. Die USA wollten gegen Saddam Hussein in den Krieg ziehen, am liebsten mit der NATO. Aber die störrischen Deutschen und Franzosen pochten auf ein UN-Mandat, das es nicht gab. Also sammelte Bush seine Koalition der Willigen und griff ohne NATO an. Im aktuellen NATO-Konzept ist Russland inzwischen wieder der neue, alte Feind des Westens. Zugegeben, das, was in den letzten Jahren aus Moskau kam, waren nicht gerade Liebesgrüße. Die Übernahme der Krim, die mutmaßliche Beteiligung russischer Truppen beim Bürgerkrieg in der Ukraine oder auch das Auftreten Russlands im syrischen Bürgerkrieg. Aber andererseits sollte man verstehen und akzeptieren, dass sich das Land in die Enge getrieben fühlt.
Wir werden die NATO nicht einmal für einen Inch nach Osten ausdehnen, hatte der frühere US-Außenminister James Baker in den frühen 90er Jahren gesagt. Und auch Genscher soll so gesprochen haben. Blöd für die Russen, das war eine reine Absichtserklärung. Vertraglich festgelegt wurde das nie. Und das Gegenteil passierte. 1999 traten Polen, Tschechien und Ungarn bei, 2004 dann auch die Slowakei, Bulgarien, Rumänien und sogar die drei ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen. Und auch der in Aussicht gestellte EU-Beitritt der Ukraine spielt eine Rolle, direkt an der Grenze zu Russland. Die Russen fühlen sich so sehr bedroht, dass Medvedev 2010 eine neue Militärdoktrin genehmigte. Darin heißt es, die NATO sei nach wie vor eine militärische Gefahr für Russland und die Osterweiterung eine Gefährdung der nationalen Sicherheitslage. Inzwischen ist fast alles wieder so, wie wir es eigentlich nur noch aus den Geschichtsbüchern kannten. Kalte Kriegsrhetorik und gigantische Militärmanöver. Diese Bilder wirken zwar wie aus einem Hollywood-Film, sind in Wirklichkeit aber Szenen des größten Militärmanövers dieses Jahres, ein PR-Film der polnischen Armee. Im Juni trainierte die ihre Reaktionsschnelligkeit im Falle einer Invasion aus dem Osten, also von Russland. Obwohl es sich formal um eine Übung Polens handelte, nahm auf Einladung Warschaus auch Truppenteile anderer NATO-Staaten teil, ein Säbelrasseln Richtung Russland. Eine Woche später erfolgte das offizielle NATO-Manöver Saber Strike, bei dem rund 10.000 Soldaten aus 13 Staaten im Baltikum für den Ernstfall trainierten. Außenminister Frank-Walter Steinmeier kritisierte das als Kriegstreiberei. Sein polnischer Amtskollege Waschikowski sah das ganz anders. Präsenz ist keine Provokation. Ihre Abwesenheit ist es. Soll heißen, Russland würde sich angezogen fühlen durch Schwäche. Der frühere Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow schiebt den schwarzen Peter indes dem westlichen Bündnis zu. Von einem kalten Krieg geht die NATO zu den Vorbereitungen für einen heißen über. Selbst Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, warnt, die Kriegsgefahr zwischen NATO und Russland sei heute sogar noch größer als in den 80er Jahren. Das dürfte wohl auch daran liegen, dass hinter den Kulissen kräftig an der Eskalation des Konflikts in der Ukraine gearbeitet wird, wie auch die neu geleakten geheimen Mails diese Woche zeigen. Der inzwischen pensionierte US-General Breedlove schockte 2015 die westliche Welt mit Warnungen, wie gewaltig die russischen Truppenbewegungen sind. Jetzt kam raus, er stützte sich dabei auf fragwürdige Quellen und bauschte das Thema ordentlich auf. Zudem plante er mit dem ehemaligen US-Außenminister und Hardliner Colin Powell, wie man Obama zu mehr Waffenlieferungen bewegen könnte. Noch direkter ist Karen Kwiatkowski, früher bei der US Air Force, in ihrem Blog. The Pentagon needs and wants Russia to be the next big enemy, that they are arming against it, budgeting against it, that they are targeting. Als Begründung führt sie an, dass die USA weder viele Produkte aus Russland importiere und auch keine Schulden bei dem Land habe. Im Gegensatz zu China sei das daher der perfekte Gegner. Interessant dabei, eigentlich wurde 1997 in der NATO-Russland-Grundakte vereinbart, dass keine NATO-Kampftruppen dauerhaft an der russischen Grenze stationiert werden dürfen, was allerdings passiert, wofür Verteidigungsministerin von der Leyen einen neuen diplomatischen Begriff verwendet, die Vorne-Präsenz. Dabei rotieren die Truppen in einer Art Dauermanöver immer wieder hin und her und sind somit nicht richtig stationiert. In der Rotation ist nicht das gleiche wie ständig da sein, sonst ist das gleiche Wort. Sonst hätte man ja wahrscheinlich in der NATO-Russland-Grundakte nicht von einer dauerhaften Stationierung gesprochen, wenn es das gleiche wäre. Man hat bewusst das Wort dauerhaft gewählt. Nun ist es eine Rotation, eine defensive, maßvolle, transparente Maßnahme. Tja, wenn man nicht gegen die Bestimmung eines Vertrages verstoßen will, muss man sich eben ein neues Wort einfallen lassen. Vorne Präsenz. Aha. Helmut Schmidt bezeichnete die NATO einmal als inhomogene, bürokratische Maschine mit hunderten Arbeitsgruppen und Ausschüssen, die in den letzten 20 Jahren ohne ein klares Ziel existierte. Tja, da kann man dann auch verstehen, warum Donald Trump keine Lust mehr hat, so viel Kohle für die NATO hinzublättern. Vorausgesetzt, sein Statement war ausnahmsweise mal fundiert und nicht aus einer Laune herausgesagt.
Und für unwillige Aufrüster gibt es zum Glück auch eine Lösung, den Nexit. Und auch einen Experten, der nach seinem Rücktritt als Parteichef jetzt ganz viel Zeit für neue Projekte hat.